Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei Baphomets Fluch. Wir machen direkt weiter und durchsuchen Kahns aka Morlors Zimmer. Mal schauen, was wir hier so alles Der Feines Mörder ist finden. Zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Das hat doch nichts zu sagen. Und am Kopfkissen, da darf ich eine Knarre versteckt oder Dokumente oder ähnliches? Das Bett ist frisch gemacht und die straffen weißen Laken verraten mir nichts über die Gewohnheiten des Killers. Unterm Bett? Diesen abgeschabten Lederkoffer habe ich bei Plantard gesehen, kurz bevor er starb. Ich durchsuche das Innere des Koffers, aber es ist genau wie ich befürchtet hatte. Er ist leer. Okay, hier haben wir da, können wir nur in den Schrank gucken. Was anderes bleibt in diesem Zimmer dann gar nicht mehr übrig. Das macht er zu. Ne, jetzt auflassen. Der Schrank ist ein solides, beeindruckendes, antikes Möbelstück. Da, da ist noch was. So. Warum? Hä, sind aber zwei Dinger, die jetzt hier mal aufleuchten. Da, da, da. Kurz ein bisschen zur Seite gehen. Da. Der macht aber nur zu. Verstehe ich gerade gar nicht. So was anderes haben wir nicht mehr, wie es ausschaut. Es war irgendwas mit dem Schrank, das weiß ich. Ja, jetzt ist es weiter weg. Der Schrank ist ein solides Nee, ist dann doch nur einer. Nee, jetzt fliegen da zwei. Vielleicht ist es einfach nur ein Fehler. Also hier haben wir eigentlich gar nichts. Jetzt bin ich auch gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wenn wir jetzt nochmal reingehen. War sowas mit der Tür? Jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf den Schlauch. Ich dachte, es ist Kahn. Ah, genau. Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde. So war es mit dem Kleiderschrank, genau. Ich wusste, irgendwas war damit. Oh, da guckt eigentlich schon was raus. Als Kahn den Schrank öffnete, weiß ich genau, ich bin tot. Aber er nimmt seine Hose so schnell raus, dass er mich nicht mal sieht. Sei doch froh, George. Normalerweise beobachte ich keine Männer beim Umziehen. Das ist ein Notfall, ja. Es geht nicht anders. Aber dieser Kerl ist ein Mörder und ich will keine Überraschungen erleben. Er hat seine karierte Hose auf dem Bett liegen lassen. Und da ist, glaube ich, ein Ausweis drin, ne? Um an den Safe zu kommen. Wenn ich mich recht erinnere. Ein Streifen am Seitensaum der Hose ist aufgetrennt und dann wieder zugenäht worden. Mit stärkerem Faden und einem speziellen Stich. Ich habe dieses bestimmte Gefühl, das du nur bekommst, wenn du noch warme Hosen durchsuchst. In der Tasche ist nichts. Ein Streifen am Seiten und dann wieder zugenäht. Irgendwas nur aufmachen? Den Schlüssel eventuell aufreißen? Das kann ich nicht. Nein. Ich drehe die Hose auf links. Aha. Ich finde eine normale Streichholzschachtel. Keine Streichhölzer, keine Hinweise. Doch als ich sie aus der Tasche nehme, ziehe ich einen starken Faden mit raus. Ein Faden mit einem Metallanhänger am Ende. Aha, okay. Jetzt können wir sie nochmal umdrehen? Ich kremple die Hose wieder um. In der Tasche ein Streit und dann... Nope. Das haben wir nie erstmal. Das war verdammt knapp. Ich habe Kahns Hotelzimmer durchsucht, als er plötzlich hereinkam. Ich habe mich in seinen Schrank versteckt. Mein Herz hat so laut gepocht, dass ich dachte, er müsste es hören. Das Streichholzbriefchen ist mit einem bunten, wirbelnden Muster und den Worten Club à la Mut verziert. Okay.
Dreh nochmal um. Ich krempel die. Ah. Ich ziehe an dem Metallanhänger und der Faden kommt aus der Hose. Fast so, als zöge man an einer Reißleine. Ich finde nichts in der Tasche. Okay, dann drehen wir jetzt um. Ich Ah, jetzt ist krempel die offen. Hose wieder um. Ich durchsuche die Tasche vorsichtig und finde einen Ausweis. Dort steht Thomas Mörlin, Gröber Elektronik. Ah, na bitte. Genau das haben wir gesucht. Jetzt kommen wir an den Safe ran und haben einen neuen Ort, den wir erkunden können. Und zwar ist es halt Club Alamut. Na los, geh rein. Das wäre hier Pfiffen oder hat sich das gerade nur so angehört? So. Er hat seine Hosen auf dem Bett gelassen. Ich fand ein Streichholzbriefchen auf der mit der Aufschrift Club Alamut und einen gefälschten Elektrikerausweis. Ob der jetzt gefälscht ist oder nicht, das kann uns momentan egal sein. Denn wir können jetzt das aus dem Safe holen. Was jetzt, Monsieur? Erstmal hier. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Non, Monsieur. Sagt Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Morland. Genau, Morland, der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Egal, was er getan haben mag. Sie begehen einen großen Fehler. Vielleicht. Ich kann damit leben. Ein Mörder? Sind Sie sicher? Absolut. Okay, hier haben wir den Schlüssel wieder erstmal. Kennen Sie diesen Schlüssel? Er ist Eigentum des Hotel Ubu. Korrekt. Darf ich fragen, wie er seinen Weg von dem kleinen Haken in Ihre Tasche gefunden hat? Würden Sie glauben, dass ein Poltergeist ihn da reingesteckt hat? Non, Monsieur. Dieses Hotel wird regelmäßig von einem Exorzisten behandelt. Wenn es Ah. hier ein Gespenst geben würde, hätte Vater Fécond es unter Garantie rausgebetet. Ich nehme an, Sie möchten den Schlüssel zurückhaben. Nicht unbedingt. Das Zimmer ist frei. Da Sie diese kleine Untersuchung offensichtlich unbedingt durchführen möchten, werde ich Sie nicht davon abhalten. Ah, ja. Okay, wir kommen trotzdem nicht daran an den Es Safe. ist niemand mit, aber der. Okay, vielleicht brauchen wir dann doch irgendwie nochmal die Unterstützung. Und schon wieder. Sagt Ihnen der Name auf diesem Streichholzbriefchen etwas? Ja, das tut er. Denn Alamut war die Heimat des alten Mannes der Berge. Erkennen Sie ihn nicht? Nein, tut mir leid. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Okay, dann reden wir nochmal mit der Lady. Müsste ja irgendwie, glaube ich, immer noch an den Safe Hi, rankommen. Ma'am. Hallo, John. Okay. Dieses Streichholzbriefchen habe ich in Morlins Schlafzimmer gefunden. Es stammt aus dem Club Alamut. Wenn man herausfinden könnte, ob das ein Club in Paris ist, wäre das sicherlich nützlich, George. Diesen Pass habe ich in Morlins Zimmer gefunden. Aha. Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja? Ja. Dieser Typ hat wahrscheinlich 1000 Gesichter. Okay. Können wir damit wahrscheinlich doch nichts machen? Stopp und keine Bewegung. Jep. Durchsuch ihn nochmal, Flip. Nichts geht. Okay. Ich glaube, die muss man noch sowas von derbe beleidigen. Hast du einen Typ gesehen, der als Clown verkleidet war? Nee. Hab ich den echt verpasst? Oh Mann, das ist ja vielleicht dämlich. Ich mag Clowns, du vielleicht nicht? Da ist ja sogar Fernsehen lustiger. Ich find's toll, wenn sich die Typen wehtun. Kann ich mir denken. Sahnetorte, Schlauch in die Hose und dann doing. Volle Kanne ein Brett in die Visage. Was ein Ist dir Typ, jemals ey. ein Typ mit Namen Plantard über den Weg gelaufen? Nee. Du hast deine Chance vertan. Wenn du dich beeilst, erwischst du ihn noch im Leichenschauhaus. Okay, Kahn. Kennst du vielleicht einen Typen, der Kahn heißt? Nee, nie gehört.
Nee. Erkennst du den Typ auf dem Foto? Ist das eine Fangfrage? Nein, ich hab dich nur gefragt, ob du ihn kennst. Okay, wenn das so ist, nö. Sag dir dieses Streichholzbriefchen was? Nein. Oh, mal kein Nö, sondern mein Nein. Was sagt dir der Name Moerlin? Nicht. Nicht mal, wenn ich es auf eine ganz böse, kriminell wahnsinnige Art sage? Moerlin, Thomas Moerlin. Nix. Oh, herrlich, George. Ich seh dich dann. Nicht, wenn du mich zuerst siehst. Oh Gott, was ein Typ. Da reden wir mal mit hey, Guido. Hey, Kleiner. Dein Trick hat mich nicht beeindruckt, Kleiner. Ich weiß zwar nicht, was du suchst, aber du suchst es beim falschen Mann. Vielleicht verbreitest du das mal auf der Straße. George Stobbart ist an dem Fall dran. Das ist Stobbart. Zwei Bs und zwei Ts. Ich finde, das klang ganz schön beeindruckend. Aber das Wiesel scheint meinen Enthusiasmus nicht zu teilen. Trotzdem, er wird es sich jetzt zweimal überlegen, bevor er mich kaltblütig auf offener Straße erschießen würde. Mir gefällt dein Ton nicht. Oh yeah? Und was willst du dagegen unternehmen? Wenn du nicht abhaust, werde ich dich kaltblütig auf offener Straße erschießen. Genau hier. Ohne es mir zweimal zu überlegen. Interessant. So. Gib mir die Hand. Nö. Ach, verdammt. Ach, schade. Ich sehe dich dann später. Nicht, wenn du mich zu... Naja, komischer Vogel. Ich kann trotzdem noch nicht abhauen. Hey, Clown. Ah, jetzt. Ich suche einen Clown. Soll das lustig sein? Nein, ich suche wirklich einen Clown. Außer dir gibt's hier keine Clowns. Schade. Hast du mal was von einem Mann namens Plantard gehört? Nein, der Name sagt mir nichts. Okay, und wie sieht's aus mit Khan? Kennst du einen Mann, der Khan heißt? Nein, kenne ich nicht. Ich muss ihn unbedingt treffen. Ich hab's dir doch schon mal gesagt, ich kenne ihn nicht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn du ihn angeblich nicht kennst. Erkennst du den Typ auf dem Foto? Nein, habe ich noch nie gesehen. Das Gesicht dazu immer, ja? Hat dieses Streichholzbriefchen eine Bedeutung für dich? Es ist ein Streichholzbriefchen. Sollte mir das was sagen? Wahrscheinlich, eventuell. Kennst du jemanden, der Moerlin heißt? Nein. Gibst du mir die Hand? Machst du Witze? Weiß der Geier, wo die schon gewesen ist? Hm. Was sagt dir dieses Taschentuch? Meinst du das im Ernst? Ja. Oh ja, schau dir mal genau an, womit es vollgeschmiert ist. Du bist ja krank. Voll krank. Du bist ja krank? Nee, herrlich. Okay, es ist immer noch nicht. War nicht hier noch irgendwas mit der Sackgasse? Ja, umsonst kommt man ja hier nicht rein, ne? Man kommt nicht, kann nicht umsonst hier rein. Was war denn, Mann? Gerade ein bisschen verzweifelt. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Und ich hasse es, planlos zu sein. Weil Planlosigkeit gefällt mir nicht. Das Telefon können wir ja nicht benutzen, weil da hätten wir mal Nico anrufen können oder so. Hier war ja auch nichts weiter. Gehen wir nochmal raus. Gucken, ob es hier draußen noch was gibt. War jetzt hier irgendwas? Oder war nur das ins Zimmer gehen? Nee. Ich glaube, die lockt man eigentlich hierher oder so, oder? Warte. Ich weiß es gerade nicht mehr. So, jetzt will ich von dieser Seite aus was? Nope. Gehen wir nochmal rein. Mit der Hose noch was? Das heißt, wir können ja immer noch fast alles durchsuchen, oder? So, hier können wir nur wieder auf und zu machen. Sonst ist in den Hosentaschen nicht. Und hier kommen wir auch nur wieder raus. Wir müssen ja noch immer noch irgendwie hier an diesen. An den Safe ran. Was jetzt? Habe ich Ihnen schon diesen Pass Oui. Okay. Kennen Sie diese rote Nase? Non, Monsieur.
Das Taschentuch? Was halten Sie von diesem Taschentuch? Soll ich es für Sie wegwerfen, Monsieur? Wer hinein, es könnte noch nützlich sein. Ich behalte es lieber. Wie Sie... Vielleicht würden Sie es gern... Nein. Es ist niemand mit dem Namen K... Aber... Ja, ja. Wir müssen irgendwie in den dämlichen Safe rankommen. Hallo, wie sind Sie nochmal? Das ist ein Foto von Khan, richtig? Das ist nur einer der vielen Namen, unter denen er bekannt ist. Erkennen Sie diesen Schlüssel? Nein, leider nicht. Kennen Sie diese Karte? Nein. Darf ich Ihre Hand ergreifen? Imperialistischen Hunden reiche ich meine Hand nicht. Boah. Sie haben ein echtes Problem mit Ihrer Einstellung. Gehen wir einfach alles durch. Diese Clownsnase. In meinem Land haben wir keine Verwendung für Clowns. Gibt nichts zu lachen, wa? Freut mich, das zu hören. Bei der letzten kulturellen Säuberung wurden sie gründlich ausgemerzt. Was ist mit Pantomimen? Haben Sie die auch erwischt? Alle weg. Unsere Straßen sind mimenfrei. Hört sich himmlisch an. Interessant. Sagt Ihnen dieses verschmierte Taschentuch etwas? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay, halt den Aufheber. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Das ist sinnbefreit, danach zu fragen. Hi, Matt. Hallo. Habe ich Ihnen dieses... Ja, da. Ja. Das ist der Schlüssel... Das ist das Zimmer. Ja, was interessiert mich? Wirklich? Vielleicht war es ja nur meine Fantasie. Yeah. Aha, okay. Ich zeigte dem Empfangschef den Pass in der Hoffnung, dass er mir Morlands Papiere aushändigen würde. Aber er ging nicht darauf ein. Er hatte zu viel Angst. Dem werde ich einen echten Grund zur Angst geben. Folgen Sie mir, George. Genau, so war das dann. Ich dachte, ich wusste nur irgendwie, dass wir da nochmal ran müssten, dass die gute Frau uns hilft und ja. Haben Sie ein Päckchen von Morland in den Safe gelegt? Ja, Madame. Und hat Ihnen mein Freund hier Morlands Pass gezeigt? Oh ja, das hat er. Aber... Also, wo liegt denn das Problem? Er ist nicht Morland. Das ist eine völlig unwichtige Nebensächlichkeit. Geben Sie ihm das Päckchen. Aber das ist gegen das Gesetz. Ich bin zufälligerweise Friedensrichterin, Sie dummer Junge. Ich bin das Gesetz. Boah. Falls er irgendetwas versucht, erschießen Sie ihn, George. Mit Vergnügen, Lady Pierrement. Einen Augenblick, bitte. Wie ist so wegdackelt, ey. So viel Spaß hatte ich seit Greenham kommen, nicht mehr? Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte, Lady Pierrement. Voilà, Monsieur. Le manuscrit du Monsieur Morland. Danke. Danke. Wie wunderbar. Eine angloamerikanische Allianz, die tatsächlich funktioniert hat. Der Empfangschef hat mir ein fest zusammengerolltes Pergament gegeben. Ich beschließe, es erst aufzurollen, wenn ich sicher zurück in Nikos Wohnung bin. Ah, okay, genau. Lady Pierrement ist fantastisch. Also wenn ich ein paar hundert Jahre älter wäre, nachdem sie mir geholfen hat, seinen Zimmerschlüssel zu bekommen, hat sie seinen Hotelsafe für mich geknackt. Dort ein uraltes Manuskript verstaut. Dafür wurde Plantin also getötet. Aber warum? Können wir das jetzt schon machen? Weil, wie gesagt, ich glaube, wenn wir nämlich rausgehen, dann werden wir nämlich verdröscht. Das möchte ich nicht. Deswegen war das, glaube ich, dass man hier durchs Fenster... Ah, genau. Das Pflaster der Gasse sieht sehr weit weg und sehr hart aus. Genau, es war nämlich deswegen... Oder... Nee, ich glaube, man muss erst... Man wird, glaube ich, erst da drinnen draußen einmal verdröscht. Dann landet man, glaube ich, in der Sackgasse. Dann kann man ein bisschen was rumbasteln. Dann muss man, glaube ich, hier hoch. Hab ich den Schrank schon geguckt gehabt? Nee.
Außer einem schwachen Geruch nach Kampfer ist der Schrank leer. Okay, ich dachte, da war doch was drin. Aber ich glaube, das war jetzt so, wie ich meine erste Theorie gesagt habe. Dass wir uns erstmal verdröschen lassen müssen. Und ja. Mit dem Manuskript kann ich das Hotel. Vielleicht ist es das. Okay, dann oder auch nicht. Dann habe ich irgendwas übersehen. Bettlaken. Also das von Molan / kann das Bettlaken zu nehmen, das wäre eigentlich sinnbefreit. Da es ein aufhören würde, dass jemand in sein Zimmer war. Das Pflaster. Ne, ist auch nur das Pflaster. Da haben wir aber nichts, was uns eigentlich hilft. Wie war denn das? Ich hätte gesagt, einfach hier probiert hier dran zu springen, dann ein bisschen runter zu rutschen, dann sieht es ja nicht mal so ganz so weit aus. Müssen wir mal gucken. Vielleicht mussten wir dann doch das Bettlaken nehmen. Wäre, wie gesagt, eigentlich ja sinnbefreit. Mal gucken. Sieht nicht so aus. War jetzt noch irgendwas drin? Der Mörder ist zu schlau. Ja. Das ist schon klar. Nee, das war's. Hat nichts weiter drin. Die Hose? Nee. Gehen wir mal nochmal runter. Vielleicht müssen wir nochmal mit irgendwem quatschen. Vielleicht kriegen wir irgendwas. Und schon. Vielen Dank. So, vielleicht mit ihr drüber reden, dass die dann vielleicht die dann nochmal ablenkt oder ich weiß es nicht. Hallo George. Das hier also wollte Moala unter allen Umständen verstecken. Wirklich? Die ganze Aufregung nur für ein Stück Tapete? Es ist eine Art Handschrift und sie sieht sehr alt aus. Ich an ihrer Stelle würde das Zeug gut verstecken, bis ich hier weg wäre. Genau mein Gedanke. Ich könnte es aufrollen und in meinen Hosen verstauen. Nein, nein, das geht nun wirklich nicht. Sie würden viel zu viel Aufmerksamkeit erregen. Aber selber, ne? Mit dem Manus vielleicht. Ja, okay. Will ich mit ihm nochmal über das Manuskript reden? Und schon wieder. Yep. Haben Sie schon jemals diese alte Schriftrolle gesehen? Sie wissen, was das ist, nicht wahr? Sie befinden sich in großer Gefahr. Geben Sie die Schriftrolle zurück. Und gehen Sie. Was ist denn los? Mehr kann ich nicht sagen. Klingt nicht gut. Aber wie kommen wir dann da jetzt nochmal runter? Reden wir nochmal mit dem Empfangschef. Was jetzt? Möchten Sie dieses Pergament wieder haben? Nach dem ganzen Theater? Nein. Behalten Sie es. Danke. Okay, telefonieren können wir immer noch nicht. Ich sag, wir müssen da irgendwie runterkommen. Weiß ich halt noch. Die Sachen nehmen wir von hier die Bettwäsche oder so. Irgendwas brauchen wir ja hier. Und hier war ja nur ein Geruch von Zwiebeln, da war gar nichts drin. Wie kommen wir da nochmal runter? Ich widerstehe dem kindischen Wunsch, Sachen von oben runterzuwerfen. Ich probiere jetzt einfach mal nur irgendwas, also. Ich widerstehe. Okay, ist das Schwachsinn? Ah, genau, stimmt. Ich weiß, dass man alte Handschriften so nicht behandelt. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass sie den Schlägertypen da draußen in die Hände fällt.
Stimmt, stimmt, stimmt. Das war mit der Sackgasse. Genau. So war das. Gehen wir jetzt runter. Lassen uns nochmal durchsuchen. Und ja, dann werden sie ja wieder nichts finden. So. Stopp und durch. Jupp, jupp, jupp. Nichts geht. Okay, lass ihn los. So, haut rein. Fress meine Shorts, ne? Würde Bart jetzt sagen oder so. Irgendwas. Als Flap und Guido hinter der Handschrift her sind, werden sie eine herbe Enttäuschung erleben. Tja, die ist ich nicht weg. Ich kann es kaum erwarten, in Nikos Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen. Zack. Wieder in Nikos Apartment. Hallo, wie geht es dir? Oh, hallo. Komm rein, George. Ich glaube, wir müssen jetzt mal komplett durchquatschen, bevor wir speichern können. Nee? Ich muss gehen. Okay. Es geht auch so, okay, weil dann machen wir das nämlich im nächsten Part, weil das passt nämlich so schön als Abschluss. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und Twitter und Facebook in der Videobeschreibung, um euch auf dem Laufenden zu halten. Also Leute, macht's gut!